Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch mal erzählen, wie ich zu meinen hier längeren Fingernägeln gekommen bin. Ich blende euch mal eben ein, wie sie noch vor ein paar Wochen ausgesehen haben. Das seht ihr jetzt. So. Gar nicht schön, oder? Ich weiß auch nicht warum, aber sie haben sich vorne gespalten. Immer vorne ging die obere Schicht der Nägel ab. Das hat mir natürlich überhaupt mal gar nicht gefallen. Und deswegen habe ich gedacht, hey, da muss doch was passieren. Ich bin ja ein bekennender TV-Shopper. Ich schaue immer im Fernsehen, also nicht immer, aber immer mal wieder, so QVC und so. Und da habe ich tatsächlich etwas entdeckt, was ich sehr interessant fand. Und zwar ist das ein Produkt von LCM. Das habe ich mir mal bestellt. Das ist hier, das ist so ein Kit, und zwar ein Nagelpflegekit für Naturnägel. Ich habe insgesamt drei Sachen, die ich benutze für die Fingernägel. Ich habe sie extra mal nicht lackiert, damit ihr sie seht, so naturpur, da ist auch kein Klarlack und nichts drauf. Und damit ihr es einfach mal seht. Ich finde, sie sind so, schon sehr schön geworden. Haben eine tolle Länge. Also die kann man super gutes lackieren. Und wie gesagt, vor einiger Zeit war das noch fast undenkbar. Also ich habe einmal dieses Kit, das sieht hier so aus. Das wollte ich euch vorstellen. Das ist hier einmal ein Peeling. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Da habt ihr hier also die Peelingmasse. Ich denke, klar, die ist ja jetzt schon benutzt. Ich musste sie ja testen. Dann gibt es hier drinnen noch ein Öl, ein Nagelpflegeöl. Und es gibt auch noch hier eine Nagelfeile mit unterschiedlichen Farben und für unterschiedliche Sachen. So. Und dann hat es in dem zum Schluss noch einen Pinsel. Der ist jetzt nicht der Brüller, der Pinsel, aber sagen wir es mal so, er erfüllt seinen Zweck. So, das ist nun das erste Set. Und da zeige ich euch dann nachher gleich, wie man das anwendet. Das ist ein sehr spannendes Set. Also dieses Peeling zum Beispiel, das nehmt ihr nur einmal im Monat. Also ist wirklich unglaublich sparsam. Ihr nehmt es einmal im Monat und das dient einfach dazu, um eure oberen Nagelschichten leicht zu glätten. Also sie werden jetzt nicht wie mit einer Nagelfeile so runtergeraspelt oder so, sondern sie werden einfach geglättet und dadurch haben die natürlich weniger Angriffsfläche für eben gerade diese Spalten oder so, ja. Also für meine Fingernägel war das hervorragend und ihr habt ja gerade das Bild gesehen, es war gruselig. Ich gebe es zu. Aber nun gut, man versucht ja immer wieder, wow, wie komme ich da raus und so. Ja, also hier, einmal im Monat ein Nagelpeeling. Ich habe es euch aufgenommen. Das blende ich mal jetzt ein. So, das ist nun das Set von LCM. Darin eine Gebrauchsanweisung in Deutsch. Hier kommt das Nagelöl und das ist das Peeling. Der, naja, zumindest brauchbare Pinsel fürs Peeling und natürlich die Nagelfeile. Jetzt brauche ich erstmal Platz und ich fange mit dem Peeling an. Darin ist enthalten Karottenöl, Dipanthenol und Proteine. So, das Ganze wird nun aufgetragen auf die Nägel. Ihr seht, das geht total einfach. Und nun mit der rosanen Seide, das ist wichtig, einpoliert oder einmassiert. So, das Überschüssige wird nur mit einem Tuch einfach abgetragen und der nächste Schritt ist dann das Nagelöl. Das Nagelöl wird ganz einfach auch wieder auf die Nägel aufgetragen. Ihr seht ja, da ist ein Pinselchen dabei. Und nun kommt die Nagelfeile wieder ins Spiel und diesmal die weiße Seite der Nagelfeile. Das Ganze wird gut einmassiert. Das hat auch nochmal so einen ganz zarten Peeling-Effekt.
Und wenn die Nägel nun extrem trocken sind, dann wird das sehr gut eingezogen. Dann zieht das Öl richtig in die Nägel mit rein. Den Rest verteile ich immer gern noch mit dem Finger. Auch im Nagelbett, das hatte ich ja schon mal erklärt, glaube ich. Da ich denke, dass der Nagel wächst da raus und da finde ich es im Nagelbett einfach nochmal besonders wichtig. Nun kommt die dritte Seite der Feile, die Polierseite. Oh, wenn nun, bei mir ist es nun ein bisschen viel Öl noch auf den Nägeln. Wenn es aber besser eingezogen ist, dann könnt ihr damit eure Nägel wunderbar glänzend polieren. Die glänzen dann richtig toll danach. So, und eigentlich war das schon das ganze Geheimnis dieses Sets von LCN. So, nun habt ihr vielleicht erkennen können, wie man das Nagelpeeling anwendet. Das ist also wirklich total einfach. Man nimmt also beim Nagelpeeling hier von der Nagelfeile die rosane Seite, damit wird das Peeling gut eingerieben. Und es zieht auch gleichzeitig schon mal ein irgendwie. Also ihr müsst es nicht nur verpeelen, es zieht auch irgendwie ein. Weg ist es. So, anschließend wird das Nagelöl aufgetragen. Das ist ja alles von LCM. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber das Nagelöl aufgetragen. Das wird dann hier mit der weißen Seite einmassiert. Und ich gehe dann immer noch mal mit dem Finger drüber, wenn es nicht ganz weg ist. Und dann ziehe das auch ein. Das Nagelöl könnt ihr öfters nehmen. Da steht dran, 2-3 Mal in der Woche kann man das nehmen. Ich sage gleich, dann nehme ich aber noch was anderes zu. Und das war es auch schon mit diesem Set hier. Ja? Das hier ist dieses... So, warte mal. Muss ja richtig rum sein, ne? Dass ihr was seht. So, das ist dieses Set. Und damit habt ihr schon mal einen super Start für tolle, natürliche Nägel. Was ich nun weiterhin mache, ich nutze zudem, also dieses Kit zum einen, aber wie gesagt, das Peeling einmal im Monat ist ja nicht so viel. Und dann nehme ich noch, Leute, ihr werdet es nicht glauben, was könnte das sein? Ich verrate es euch, es ist ganz normales, wunderbar kalt gepresstes Olivenöl. Ja, glaube ich aus meiner Küche, aus meinem Salatöl hier, zack, wurde das abgefüllt. Ich habe dann mal so ein kleines Probefläschchen bekommen mit Olivenöl, das wird jetzt immer wieder aufgefüllt. Und das mache ich gerne auch mal tagsüber, nur auf die Nägel. Nehme ich, also das mache ich jetzt auch mal, also nehme ich hier dieses Fläschchen, also Olivenöl habt ihr alle zu Hause, schätze ich mal. Und dann gebe ich das einfach so auf die Nägel und massiere das ein. Und zwar auch hier hinten auf das Nagelbett. Weil da wächst ja der Nagel schließlich raus und ich denke immer, da wo was entsteht, also der Nagel auch rauswächst, da muss natürlich auch ein bisschen Pflege hin, ne? Ich habe das Gefühl, ich nutze das also wirklich täglich, gerne auch abends vorm Schlafen gehen, mal so eine schöne Portion Olivenöl auf den Nägeln und auch so gleich mal auf der ganzen Hand, ich kenne da ja nichts, gell? Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, und das mache ich fast täglich, also eigentlich mache ich das täglich, tagsüber, ab und an, da kommt es immer drauf an, was ich mache. Dann wäsche dir auch immer die Hände. Dann geht es auch schnell wieder runter. Aber auf jeden Fall abends mache ich das gerne. Vorm Schlafen gehen. Ganz intensiv. Und wenn ihr bloß die Nägel macht, dann sieht das so aus. Einfach gepflegt. Wenn ihr bloß die Nägel macht, habt ihr hier auch nicht viel Öl dran. Dann ist das nicht schlimm. Und dann zieht das richtig ein. Also in ein paar Minuten ist das, nicht mal ein paar Minuten, also in wenigen Minuten ist das wirklich weg. Und der Nagel hat es richtig aufgesogen. Leute, pass auf, seitdem ich das mache, habe ich wirklich das Gefühl, meine Nägel sind zum einen sehr kräftig, also obwohl jetzt hier kein Lack drauf ist, die lassen sich eigentlich kaum verbiegen. Sie sind super kräftig geworden und sie wachsen, was bei mir jetzt echt toll ist. Ihr habt das Foto vorhin gesehen, die waren eine Katastrophe. Sie wachsen und was auch toll ist, dieses Öl, das macht dann gleich dieses Weiß, ja, dieses Nagelweiß, bringt es besser raus. Irgendwie durch das Öl weiß ich auch nicht warum, aber es bringt dieses Nagelweiß besser raus. Also wenn ihr es dann in Natur halten wollt und nicht immer lackieren, dann sieht es auch so echt schicki aus. Sieht doch fast aus wie so ein gemachter Nagel aus dem Studio, oder? Naja, fast. Komm, fast.
Es ist halt Natur. Aber ich finde es super und ich freue mich da echt drüber, weil jetzt kann ich halt ja, einfach wieder Nagellack drauf machen oder eben auch nicht, wie auch immer. Selbst wenn ich jetzt die Nägel lackiert habe, mache ich dann außenrum das Öl drauf. Das macht dem Nagellack eigentlich nichts und trotzdem pflegt er die Nagelhaut, sie ist nicht mehr so rissig. Und wie gesagt, ich denke immer, da wo der Nagel rauswächst, da muss er auch ein bisschen Pflege drauf, denn irgendwoher braucht er ja auch seine Nährstoffe, damit er gut wachsen kann. Und ich habe definitiv Probleme mit schon immer. Mit Nägeln, ja, also mit Fingernägeln, gruselig. Also meine Geheimwaffe tatsächlich Olivenöl, ist unglaublich, aber wahr. Ich habe noch eins, ein letztes Produkt, das ich euch auch noch zeigen möchte. Das hat mir eine Freundin mitgebracht aus Polen. Und zwar ist das eigentlich ein Nagelhärter, und zwar ist es von Evelyn Cosmetics 8-in-1 Total Action. Voll die Action. Das ist volle Action auf dem Nagel, ja, aber sehr gut. Also ich denke aber, wenn man das nicht hat, weil ich denke, nicht jeder von uns hat jetzt eine Freundin aus Polen, die das dann auch mal mitbringt. Ich habe es in Deutschland im Internet-Shop gesehen für, lass mich nicht lügen, ich meine so Pi mal Auge 3 Euro. Ist jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber ich finde es unglaublich effektiv, das Zeug. Es gibt aber auch andere Nagelhärter, ja, wenn ihr den nicht habt, dann nehmt einfach einen normalen Nagelhärter, was ihr zu Hause habt, ist doch piep egal. Ich denke, wichtig, das ist schon gut, aber ich denke, wichtig ist vor allem echt die Pflege. Seitdem ich die Pflege, also habe ich, und weil den nehme ich jetzt nicht so oft, aber die Pflege nehme ich jeden Tag. Und ich bin überzeugt davon, deswegen mache ich heute extra so ein Video von. Ich zeige es euch aber trotzdem, hier Evelyn 8-in-1, der ist super toll. Das ist ein Nagelhärter einfach und der hat irgendwie, ich kann jetzt kein Polnisch, ich gebe es zu, ich kann kein Polnisch, nein, kann ich nicht. Und ich versuche auch immer wieder nur so einfache Wörter wie Hallo zu sagen auf Polnisch, Leute, da bricht mir da drin irgendwas ab. Ist der Wahnsinn, ist eine ganz irre Sprache, ich finde, sie hört sich spannend an, ich mag das gerne, aber ja, ich kann das halt nicht. Also ich kann es einfach leider nicht übersetzen, auf jeden Fall ist der einfach klasse. Ihr nehmt den, ihr tragt den auf und zwar an 4 Tagen hintereinander. Neben so an 3 Tagen hintereinander, glaube ich. Ja. Und dann am 4. Tag, so ist es nämlich, macht ihr das alles wieder ab und tragt von neuem auf. Und somit kann man die Nägel wunderbar härten und ja, die wachsen einfach echt toll. Ich habe das mal vor einiger Zeit nur mit dem Produkt gemacht. Da sind die Nägel auch gewachsen. Also sie sind also gewachsen nicht durch das Produkt, aber sie sind härter geworden und dadurch nicht mehr so leicht abgebrochen. Das ist schon wahr. Aber das hat trotzdem meine Nägel ausgetrocknet. Das habe ich einfach gespürt. Sie sind zwar länger geworden, härter geworden, aber ich habe so das Gefühl gehabt, das ist kein Produkt für die Dauer und für immer. Und dass es mich wirklich begleiten kann. Aber unterstützend finde ich das super. Vorrangig finde ich das Olivenöl unglaublich toll. Es hört sich jetzt echt albern an. Nehmt mal ein Olivenöl und ihr habt schöne Fingernägel. Leute, aber ich glaube da jetzt echt dran. Ich habe es nämlich jetzt wochenlang, mache ich das jetzt schon. Und seitdem sind meine Nägel tatsächlich besser. Also es ist kein Witz. Und was ich toll finde, ist von diesem Set, jetzt das Nagelöl nehme ich ja, dadurch, dass ich das Olivenöl nehme, nicht mehr. Aber dieses Peeling finde ich toll. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in Einzelnen gibt. Dieses Peeling ist hervorragend. Das gibt es vielleicht auch von anderen Marken. Das ist wirklich so ein ganz einfaches. Ach, ich habe es euch ja schon gezeigt. Das ist wirklich eine ganz einfache Paste, die ihr auf den Nagel auftragt, einmassiert. Das zieht dann auch mit ein. Da ist Karottenextrakt drin und so. Und ihr habt einfach einen relativ glatten Nagel. Überleitung: glatter Nagel, Nachteile. Es hat ja alles im Leben 2 Medaillen. Vorteile, Nachteile, überhaupt Teile. Nachteile ist, ihr habt einen wunderbar glatten Nagel. Das ist einerseits total toll, weil dann eben, wie gesagt, wenn ihr dann Probleme habt, dann könnten die sich dadurch wirklich verbessern. Da kann nichts in diese Rillen rein. Das ist einfach, wird wie versiegelt, ja, ist total toll. Nachteil gleichzeitig ist aber, dass da unter Umständen, wenn ihr das jetzt frisch gemacht habt, der Nagellack nicht mehr ganz so lange hält. Logisch, habt ihr einen etwas poröseren Untergrund, dann hält euch der Nagellack natürlich super gut auf dem Nagel. Habt ihr aber jetzt so eine glatte Nagelgeschichte wie hier, dann hält auch der Nagellack nicht sonderlich gut.
Er hält schon, aber er hält jetzt vielleicht keine 5 Tage. Also bei mir ist so, bei mir hält er dann vielleicht so 2 Tage. Und dann mache ich ihn wieder ab. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, weil ich ja dadurch einfach tolle Naturnägel habe. Und ich kann ja irgendwann dieses Peeling dann auch mal länger rauszögern, dass ich es nicht jede Woche mache oder wie auch immer. Das bleibt ja mir überlassen, wie ich da lustig bin. Aber ich wollte euch nur sagen, wenn ihr das frisch gemacht habt, dann wird es vielleicht etwas schwierig mit der Haltbarkeit eines Nagellacks. Trotzdem, wenn ihr Probleme habt mit den Nägeln und eh gerade kurze Nägel habt, die sich überhaupt gar nicht freuen über Nagellack, ja, weil es einfach bescheuert aussieht, auf zu kurzen, abgerissenen, abgekrachten Fingernägeln Nagellack aufzutragen, dann finde ich meine Tipps heute ausgesprochen gut. Wie gesagt, ich habe es gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Das ist mein Ergebnis. Da habe ich gerade Öl drauf, hier nicht. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied erkennen kann. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit und ich mache das jetzt jeden Abend. Jeden Abend kommt da Öl drauf. Also selbst wenn ich den Nagelhärter dann auch drauf mache, hier diesen da, der einfach nochmal unterstützt. Ich mach den immer ein paar Tage drauf und dann lasse ich den mal wieder weg und mache dann nur Ölpflege drauf, so wie jetzt. Dann mache ich ihn mal wieder drauf. Ich kann den auch super als Unterlack zum Beispiel nehmen. Ihr nehmt einen Nagelhärter und macht dann einfach einen Nagellack drauf. Das geht auch super. Also wie gesagt, ihr habt es selber in der Hand. Probiert es mal aus und nicht vergessen, wenn ihr es dann tatsächlich mal ausprobiert habt, Leute, ich bin super gespannt, wie ihr das findet. Wie gesagt, es geht nicht einmal draufpappen und dann habt ihr ein Ergebnis. Nein, das müsst ihr schon über ein paar Wochen machen. Ja, ein bisschen Geduld, nehmt euch ein kleines Fläschchen, Olivenöl oder vielleicht auch ein anderes Öl. Muss ja nicht vielleicht Olivenöl sein. Einfach ein Öl, ein pflegendes Öl. Und macht euch das mal einfach abends vorm Fernseher drauf oder vorm zu Bett gehen drauf. Massiert das so ein bisschen ein, dann noch eine schöne Handcreme drauf und fertig. Also ich bin begeistert und deswegen muss ich euch das unbedingt zeigen. Jawohl. So, das war's auch schon, meine Lieben. Wenn ihr selbst mit so etwas Erfahrung gemacht habt oder dieses Kit von LCN kennt oder auch selbst mit Öl arbeitet oder einen wunderbar tollen, super tollen Nagelhärter habt, den man auch in Deutschland kaufen kann, dann wäre es echt super. Ihr schreibt mir das unten in den Kommentar. Ich würde mich super freuen. Und vergesst nicht einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch was. Habt eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eure Jascha Gett.